So Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3. In der letzten Episode haben wir viel zu Hause gemacht und ich hatte große, große Angst. Und jetzt sind wir wieder hier im Miku-Kapitel. Eine kurze, schnelle Zusammenfassung binnen 10 Sekunden. Das ist toll. Von einem kleinen schreinerigen Altar ist ein Podest mit 4 Vertiefungen. In das Podest ist eine Schrift eingraviert. Beschaffe die 4 Steine der Reine. Oh, das gleiche nochmal. Mit dem Lied der Maiden verändert das Erwachen und der Priester, der alle spießt. Blablabla. Hey, das heißt in anderen Worten, was wir gerade gemacht haben, also im Kapitel davor dürfen wir jetzt nochmal machen, oder was? Das hängende Gefängnis. Im Raum mit dem hängenden Gefängnis war ein Altar, an dem Menschenhaut mit Tattoo hing. Vor dem Altar, lecker, stand ein Podest mit 4 runden Gegenständen. In der Inschrift: Erhalte 4 Steine der Reinheit. Durch das Lied der Maid verhindert Erwachen der Priesterin im Nadelraum. Das hört sich alles total komisch an. Hat das hängende Gefängnis damit zu tun? Befindet sich dort eine Schreinmaid? Eine Schreinmaid? Holy. Wo bin ich eigentlich? Was sagt meine Karte? Ach, das ist... Natürlich, hier bin ich. Natürlich. Ich habe keine Ahnung. Wir hauen ab. Also, wie gesagt, meine Vermutung, wir dürfen jetzt wieder 4 solcher Steine suchen. Hurra, hurra. Und die dann hierher trotteln. Wäre das da, dann müssen wir mit Kay danach noch... Okay, von wo auch immer das jetzt gerade kam. Da liegt was auf dem Boden. Das ist schön. Kräutermedizin, hurra. Vielleicht sollte ich Mikus Kamera doch auch mal aufstocken. Aber wir haben da kaum Punkte für. Hilfsmittel. 4 Kräutermedizin, na. Nee. Gott, oh Gott, oh Gott. Maximalwert. Der ist aber niedrig. Vielleicht bessern wir den mal auf. Demnächst, irgendwann, wenn ich Lust habe. Okay, aber jetzt die Frage, wo kann ich jetzt endlich mal dahin, wo ich eigentlich immer hin wollte schon? Von wo aus geht's ja am schnellsten? Ich würde sagen, wenn ich einfach hier runtergehe. Ob hier oben noch was ist? Das interessiert mich doch jetzt! Ach warte, hier war das. Nee, da will ich jetzt nicht hin. Da will ich jetzt nicht hin. Da war nämlich dieser Überkrallengeist, den wir mit Kay bekämpft haben. War das Kay? Glaube ich jedenfalls. Ja doch, klar, Kay. Muss ich noch den Schrank wegschieben und so. Und das war echt evil, evil, evil. Der sah nämlich echt fies aus. Okay, so, wo lang gehe ich denn jetzt? Muss ich da hoch? Mir lässt das schon, seitdem ich diesen kleinen Gang gesehen habe, keine Ruhe. Liegt hier wieder was für mich? Das Spiel laggt. Pause. So Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3. Wieso sage ich das? Ich habe da nur eine kurze Lagpause gemacht. Da glänzt etwas. Ich werde immer hier hingehen, denn hier glänzt immer was. Bei jedem neuen Kapitel ist da wieder ein neues Item. Und ich höre ein Mädchen singen. Ja, genau das meine ich. Von da? Ich wusste, dass diese Klappe noch irgendeinen tieferen Sinn hat. Das ist eigentlich nicht da, wo ich hin wollte, wenn ich ehrlich bin. Bitte geht jetzt zu. Ah, tut's ja nicht. Oh. Moment. What the? Okay, Miku, dass du schmal bist, wusste ich, aber... So schmal? Ich wollte eigentlich einen anderen Gang lang gehen. Holy. Doppelt. Okay. Spezialfähigkeit doppelt. Miku in der Sack Spezialfähigkeit. Effekt lädt Geisterkraft doppelt. Wenn sie fotografiert und die X-Taste drücken, können sie die Geisterkraft in 2 Stufen laden. Fotografiert sie mit der X-Taste, je größer die laden, desto größer die Schaden, den sie bewirken. Steuerung, Standkraft, bla bla, Kotzwirk. Je höher ihre Stufe, desto schneller ihre zweite Ladung.
Logisch. Holy. Boah, dreh dich schneller, Miku. Also auf jeden Fall ist hier ein Geist, das sehe ich jetzt schon, weil mein Signal ausschlägt. My signal is... Schlag ihn aus. Aber wow, das Miku, wie gesagt, schmal ist, habe ich mir schon... Oh! Holy, what the... Das ist ein schlechter Scherz, oder? Oh mein Gott, ihr wollt das nicht, dass ich hier kämpfe. In so einem schmalen Loch. Moment, hier bin ich jetzt. Ah, aber das ist ein anderer, oder? Ja, das ist definitiv ein anderer. Oh Mann, ey. Ich habe mich schon gewundert. Hier kommt doch bestimmt noch was. Der Puppenaltar. Raum mit an die Wände genagelten roten Puppen. Es ist nicht der einzige dieser Räume im Anwesen. Was bedeuten diese Puppen? Diese Räume mit Puppen, wie auch immer. Auf dem Altar liegt ein wunderschöner Edelstein. Ach, das ist der erste. Stein wurde poliert, bis er glänzt. Im Innenraum sehe ich einen hellblau leuchten. Ich wette, das ist der erste von diesen Dingern, die wir einsammeln müssen. Oh, das wird spaßig. Na gut, Amenel ließ einen Mann in den Schrein. Das Familienoberhaupt ist so wütend. Erwacht die Priesterin, ist die Weisung gebrochen und der Spalt breitet sich aus. Das Familienoberhaupt lehrt die Maiden so hart, dass sie niemals ihre Aufgaben vergessen. Lehrt die Maiden so hart? Das klingt seltsam. Das Familienoberhaupt ordnete an, dass Amenel aufgespießt und ihr Bruder aus dem Haus geworfen wird. Nett. Wegen der Aufgabe der Maiden und des kurzen Schreins gab es keine andere Möglichkeit. Es tut mir leid, Amane. Ja. Klingt ja wieder mal äußerst freundlich, was die Leute hier mit ihren Kindern, Frauen, Männern, was auch immer tun. Auf jeden Fall hier in dem Spiel scheint wirklich einfach um Aufspießen Rituale zu gehen. Ach komm. Du warst doch das Girl, was unbedingt aufspießen wollte, oder bist du auch selbst aufgespießt worden? Power Mower. Komm her. Yeah, man. Ach, verdammt. Es geht noch weiter. Es geht bis viermal. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ja, komm. Haha, kleines Gör. Oi, 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 oi. Yep, wie viele Punkte haben wir gerade gemacht? 10.000. Wie viel braucht die Kamera? Für die Funktion um 15.000. Hm. Okay, egal, der Gegner war pissig. Easy. Easy going, Mann! Bin ich jetzt da, wo ich denke, wo ich bin? Das wäre, also vielleicht komme ich ja jetzt... Hä? Hier irgendwo, oder nicht? Hm? Ich check's nicht. Wo ist das? Von wo kommt das? Hm. Da hinten? Okay, kein Plan, scheiß drauf. Nö. Ich check's nicht. Boah. Nah an Sicht von Miku. Bin ich nervös. Egal. Ach, war das das? Coole Kameraführung. Also ernsthaft jetzt. Und hier konnten wir in den Raum gucken, da hat jemand so eine Truhe angebettelt.
Das weiß ich doch noch. Aber Leute, bevor ich hier jetzt weiter reingehe, mache ich jetzt mal Pause. Das war Project Zero 3 für heute. Wir sehen uns mit Shocking More morgen. Ciao.